Let's Fits. Ich bin Marie, ich bin 22 Jahre alt und ich bin aktuell die Standortleitung an der Home Music Teachers Musikschule in Nürnberg. Ich wurde tatsächlich über LinkedIn angeschrieben und ja, habe mir dann das ganze System und das Konzept angehört und dachte, warum nicht? Ich liebe Musik, ich mag die Musik und die Leidenschaft dafür an andere weiterzugeben und habe gedacht, probieren wir aus. Also ich bin tatsächlich immer noch Studentin, das heißt, ich war vorher Studentin, bin jetzt Studentin und habe vorher ein paar Minijobs gemacht, also sowas wie Statistin im Staatstheater in Nürnberg oder war da auch an der Garderobe oder habe auf Messen Sonnencreme verteilt, also alles Mögliche. Mein Hauptfach ist tatsächlich Gesang und das studiere ich auch, aber ich spiele auch Klavier und die Holzblasinstrumente wie Saxophon, Querflöte und Klarinette. Meine Lieblingsmusik, durch mein Studium auf jeden Fall viel klassische Musik, aber ich würde sagen, gerade mit Freunden an einem lustigen Abend kommt auch mal der eine oder andere Schlager oder die Malle-Hits. Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil jeder Tag sieht eigentlich anders aus. Ich habe klar so meine To-Dos, also sowas wie Werbung schalten oder mit den Schülerinnen und Schülern kommunizieren. Aber einen festen Alltag hat man da eigentlich nicht, sondern man macht immer gerade das, was anfällt. Meine Hobbys? Ja, zum Großteil die Musik, aber auch Tanzen. Und ansonsten backe ich total gerne Torten und vor allem das Verzieren von den Torten macht mir super viel Spaß. Ich glaube, am meisten mag ich Werbepost-Design und am wenigsten die Texte dazu zu verfassen. Also ich finde, eine gute Mischung aus der Lehrer oder die Lehrerin sagt, was gemacht wird und die Schülerin oder der Schüler äußern Wünsche. Und natürlich sollte immer die Leidenschaft vermittelt werden. Das ist noch nicht so lange her. Ich hatte eine Oper oder ein Musiktheater von aktueller Musik und es gab keinen Text und alle Geräusche, die man machen musste, waren ein bisschen verrückt. Also ich musste im Rhythmus atmen oder ich hatte einen hysterischen Anfall und musste rumrennen und kreischen. Also es hatte eigentlich nicht viel mit Operngesang zu tun, aber es war sehr schwierig, weil das ganze Publikum hat gelacht und ich durfte nicht lachen. Ich glaube, ich wurde einfach von meiner Mama in die Musikschule gesteckt und da gab es das Musikinstrumentenkarussell und man konnte ausprobieren. Ich habe mich dann fürs Klavier entschieden und ja, dann hat alles so seinen Lauf genommen. Dann habe ich Gesang für mich entdeckt und wusste eigentlich sehr früh, dass ich das auch studieren will. Oje. Ich würde sagen, alle von Culture Candela waren sehr, sehr, sehr berühmt damals und beliebt, aber so den Song gibt es, glaube ich, nicht. Ich hätte voll gerne mal das erste Konzert mit allen Schülerinnen und Schülern, die Bock darauf haben. Und da wir jetzt noch neu sind, würde ich sagen, ist es noch ein bisschen früh. Aber sobald alle Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, einfach die ersten schönen Stücke, womit sie auch zufrieden sind, zu spielen, hätte ich richtig Lust, sowas mal zu organisieren.